Sie sind lästig und nicht leicht loszuwerden. Kleidermotten sorgen für ordentlich Frust, wenn sie sich am Lieblingspulli gütlich tun. Doch was hilft gegen die kleinen Nachtfalter? Die Stiftung Warentest hat 14 Mittel gegen Kleidermotten geprüft. 3 Klebefallen, die Motten mit Lockstoffen aufspüren sollen. 6 Bekämpfungsmittel wie etwa Mottenpapier, die die Tiere mit Insektengift töten sollen. Und 5 Vertreibungsmittel wie etwa Duftsäckchen, die einen Befall verhindern sollen. Das Ergebnis ist ziemlich enttäuschend. Nur eine Mottenfalle und ein Insektizid zeigen Wirkung. Die Klebefalle von Aeroxon und das Insektengift von Nexalotte. Von den Vertreibungsmitteln schafft kein Produkt mehr als ein ausreichend. So dufteten die Zedernholzringe von Nexalotte zwar gut, die Testfalter störte das wenig, sie ließen sich nicht abhalten.